In diesem Video erzähle ich dir, wie ich so dämlich sein konnte und meine 12.000 Euro Rolex-Uhr verloren habe. Wird spannend und interessant, bleib mal dran. Ja, sonnige Grüße hier von den Malediven, traumhafte Kulisse. Ich hoffe, man kann mich gut sehen in der Kamera. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon so eine traumhafte Kulisse haben, dann ergänzt mir das andere Video, was ich hier von den Malediven gemacht habe, auch nochmal um diese Story. Denn bevor ich darauf komme, wie ich diese Uhr verloren habe, möchte ich erstmal darüber sprechen, wie ich sie überhaupt bekommen habe. Denn gekauft habe ich sie mir nicht. Ich habe sie verliehen bekommen. Ich habe sie sogar an einem ganz besonderen Ort verliehen bekommen, auf dem Zuckerhut in Rio. Also ich habe sie nicht geliehen bekommen, sondern verliehen. Sie gehörte dann wirklich mir. Und jetzt muss man ja erstmal darüber sprechen, wofür gab es das überhaupt? Denn wenn du teilweise im Angestelltenverhältnis 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre beschäftigt bist, dann kriegst du irgendwann mal so einen Präsentkorb, wenn du in der Zwischenzeit vielleicht die ein oder andere Beförderung bekommen hast, bekommst vielleicht mal eine Swatch ums Handgelenk gelegt. Aber wenn dir jemand eine 12.000 Euro Uhr ums Handgelenk legt, dann ist das ja schon eine besondere Leistung, eine besondere Auszeichnung. Und deswegen muss man mal darüber sprechen, wofür war die überhaupt? Ich habe ja damals den Weg nebenberuflich in die Versicherungswirtschaft gewählt. Das heißt, ich habe angefangen, mir die ganzen Techniken anzueignen, wie man einem Kunden letztendlich Produkte verkauft, wie man Kunden vernünftig berät. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass wir dann sehr, sehr viel betriebliche Altersvorsorge gemacht haben, dass wir also dort dann dementsprechend auch die Personalabteilung von uns überzeugen mussten, und das ist letztendlich auch nicht so einfach. Und wenn du das erstmal gelernt hast, dann besitzt du schon mal eine Grundfähigkeit, Umsatz zu produzieren. Einen gewissen Umsatz im Jahr zu produzieren, bringt dir logischerweise Provision. Aber wenn du irgendwann mal eine Umsatzgröße übersteigst, dann gibt es meistens bei Versicherungen oder eben bei vertriebsorientierten Unternehmen, gibt es dann besondere Auszeichnungen. So, und diese Fähigkeiten habe ich dann im Laufe meiner Zeit eben anderen Mitarbeitern beigebracht und habe dann auch angefangen, diesen Mitarbeitern beizubringen, weitere Mitarbeiter einzustellen und denen diese Fähigkeiten eben dementsprechend auch zu vermitteln. Und so sind dann irgendwann mal hunderte von Partnern daraus entstanden, und dadurch erreichst du irgendwann mal eine Umsatzgröße, die dann eben bei Konzernen in einem gewissen Zeitraum bemessen wird, wo man dann eben letztendlich dann sagt, wenn du in diesem Zeitraum die und die Umsatzgröße schaffst, dann hast du diese Auszeichnung verdient, dann bist du auch in deiner Karrierestufe letztendlich aufgestiegen, bist dann in dem Fall war es der Büroleiter, ein sogenannter Chefrepräsentant, so wurde dann damals der Titel bezeichnet. Dementsprechend stand mir dann diese Auszeichnung zu. Die bekommst du allerdings nicht sofort, sondern es wird dann erst noch mal so die nächsten 9 Monate überprüft, ob du auch wirklich qualitativ gutes Geschäft geschrieben hast. Du kannst ja rein theoretisch auch Kunden irgendwas andrehen. Die merken das erstmal gar nicht, und so nach 3-4 Monaten gucken die rein und sagen, was ist das denn hier? Da kommt ein ganz falscher Beitrag oder die Leistung stimmt überhaupt nicht, und dann könnten diese Kunden wieder kündigen. Also nachdem dann auch die Qualität dieses Geschäftes überprüft wird, wird das ganze Thema bestätigt, und da war damals einfach der Punkt, dass man sagen konnte, okay, ich darf diese Uhr an einem besonderen Ort empfangen. Das Schöne daran war, dass wir 3 Kollegen waren, die alle am selben Strang gezogen haben, also 3 so parallel sozusagen auf diese Leistung gerannt sind, also sich das zum Ziel gesetzt haben und dann dementsprechend diese Uhr auch unbedingt haben wollten, diese Umsatzgröße unbedingt schaffen wollten, weil es auch letztendlich ein monetäres Ziel war. Also es stand dann immer so im Raum, wenn du das geschafft hast, dann hast du eigentlich keinen Monat mehr, wo du nicht mehr 5-stellig verdienst im Monat. Ja, deswegen waren wir sehr motiviert und haben das Thema wirklich konsequent für uns durchgezogen. Und umso schöner war es dann auch, dass wir es zu dritt erreicht haben und zu dritt geschafft haben. Und da waren wir 3 dann schlussendlich ein und derselben Meinung. Wir müssen auf den Zuckerhut in Rio, und dort wollen wir diese Uhr umgelegt bekommen. Und als wir die dann dort vor Ort umgelegt bekommen haben von unseren Mentoren, also von den Herren, die uns dann ursprünglich mal das Geschäft beigebracht haben, gab es dazu eine Geschichte, einen Satz, und den möchte ich dir hier in die Kamera sagen, oder diese Geschichte, den Hintergrund dieses Wertes dieser Uhr, den möchte ich dir erklären. Und das Besondere an dieser Uhr war, dass diese Uhr einen symbolischen Wert hat, also der Wert dieser Uhr hatte einen symbolischen Wert, denn dieser Preis dieser Uhr wurde aus einem ganz besonderen Grund ausgesucht. Ja, also man ist nicht einfach nur beigegangen und hat gesagt, wir nehmen jetzt die Rolex, weil die ist schön und die kostet 12.000 Euro, es gibt ja auch Rolex für 7.000, es gibt auch Rolex für 30.000 Euro, sondern diese Rolex-Uhr für 12.000 Euro hat einen ganz besonderen Hintergrund. Und das möchte ich hier mit dir teilen, deswegen erzähle ich diese Geschichte nämlich auch. Denn um diese Leistung zu erbringen, brauchtest du gewisse Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast. Und diese Fähigkeiten hast du einmal gelernt und wirst sie nie wieder verlieren. Und das war nämlich genau der Hintergrund. Denn die Geschichte zu dieser Uhr besagte damals, dass es hieß, egal was in deinem Leben jetzt noch passieren wird, es kann alles wieder zusammenbrechen. Du kannst am letzten Fleck der Erde irgendwo wieder aufwachen. Solange du diese Uhr umhast, kannst du sie zum Pfandleiher bringen, kannst damit den Flug bezahlen, zurückkommen dahin, wo du angefangen hast, und wieder von vorne beginnen und wieder von vorne genau diese Erfolge feiern, weil du hast jetzt diese Fähigkeiten erlernt, um dich immer wieder dahin zurückzukämpfen. Und das war halt symbolisch etwas, und es war eine Geschichte, die mir von dem Tag an so im Kopf eingebrannt war,
dass man sich auch teilweise eben keine Gedanken gemacht hat. Ja? Und logischerweise, wenn du natürlich so Umsatzgrößen und Erfolgsgrößen erreichst, das habe ich schon an anderer Stelle in anderen Videos mal erzählt, dann fängst du irgendwann mal an, wirklich dein Leben auch zu leben, dann vernachlässigst du dein Geschäft, dann bricht dein Umsatz ein, dann verdienst du doch wieder ein bisschen weniger Geld. Du hast dich aber an den schönen Lebensstandard gewöhnt, du gibst wieder mehr Geld aus. So kam es dummerweise wirklich irgendwann mal, dass ich kein Geld mehr hatte. Ja? Das, was ich also heute euch versuche beizubringen, da wo ich euch heute versuche zu sagen, hey, mach die Fehler nicht, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die Fehler habe ich ganz massiv gemacht. Ja? Und dann hatte ich kein Geld mehr und dann hast du irgendwann mal nicht mehr oder keine andere Wahl und musst schlussendlich dann zum Pfandleiher gehen oder musst letztendlich zum Uhrenhändler gehen und sagen, hier ist meine Uhr, was geben Sie mir dafür? Und ich musste diese Uhr damals dann schweren Herzens für 7.000 Euro verkaufen. Das hatte nicht nur diesen monetären Schlag ins Gesicht, weil eine Uhr, die 12.000 Euro wert ist, 5.000 Euro günstiger zu verkaufen, ist natürlich auch kaufmännisch aus meiner Richtung wirklich eine Katastrophe. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man sich dann natürlich diesen symbolischen Charakter und diese Situation, diesen Moment deines Lebens, das ist ja ein ganz besonderer Moment, oben auf dem Zuckerhof diese Uhr zu verliehen zu bekommen, den machst du dir ja kaputt. Du verkaufst in diesem Moment diesen Wert und du verkaufst in einem Moment, also in dem Moment, wo du es verkaufst, verkaufst du einfach diesen Moment deines Lebens, ein Stück von deinem Leben. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo du echt extrem schlucken musst und dir dann sagen musst, Mann, was hast du alles falsch gemacht? Warum konnte es so weit kommen oder warum ist es so weit gekommen? Aber natürlich habe ich mich eben in dieser Situation wieder an diese Geschichte erinnert und habe gesagt, hey, genau davon haben wir damals gesprochen, genau das war Sinn und Zweck dieser Auszeichnung und jetzt musst du einfach mal wieder deinen Hintern bewegen, jetzt musst du einfach mal wieder Gas geben, jetzt musst du dich mal wieder hochkämpfen und das wirst du auch schaffen, weil die Fähigkeiten besitzt du noch. Man kann dir alles in deinem Leben nehmen, man kann dir alles Materielle nehmen, man kann dich in die letzte Ecke wieder zurücksetzen, aber deine Fähigkeiten sind hier oben drin und diese hast du erlernt und diese kann man dir eben nicht nehmen. Und genau darauf habe ich mich dann damals wieder besonnen und habe gesagt, die Fähigkeiten besitzt du noch und jetzt setzt du diese Fähigkeiten mal wieder ein, jetzt wirst du mal wieder konsequent, jetzt hast du mal wieder ein Ziel vor Augen, auf das du hinarbeitest. Ja, was soll ich sagen, es hat noch nicht mal mehr ein Jahr gedauert, dann konnte ich mir irgendwann mal wieder diese Uhr hier leisten und das ist eigentlich so die Message, die ich dir damit geben will. Es geht, wenn du es einmal geschafft hast, diese Fähigkeiten dir anzueignen, danach immer wieder unheimlich schnell dich, egal in welches Loch du dich auch verrennst, dich da wieder rauszuarbeiten. Also egal, was dir so im Leben passiert, es passieren ja auch Dinge, wo du sagst, okay, du meinst es gut, du versuchst da etwas, du hast eine Idee, hey, das könnte erfolgreich werden, dann versuchst du es und anschließend passieren Sachen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Es kommen Gesetzesänderungen rein oder es sind Gesetze, die du meinetwegen vielleicht auch gar nicht beachtet hast. Du hast versucht, dich selbstständig zu machen mit einer weiteren Geschäftsform, das hat nicht funktioniert. Du hast Geld investiert in eine Existenzgründung, was schlussendlich nicht von Erfolg geprägt war. Und dementsprechend weißt du dann auch in Zukunft einfach mit solchen Situationen umzugehen. Das heißt, du fängst auch einfach an, einfach mal ein bisschen mehr zu wagen und sagst ja einfach, gut, wenn das nicht klappt, dann wird das nächste funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann bewegen wir beim nächsten Projekt einfach wieder ein bisschen mehr den Hintern. Und das Schönste daran ist ja einfach, dass man das auch anderen Menschen eben vermitteln kann, dass man anderen Menschen genau das mit an die Hand geben kann und beibringen kann. Ja? Und dann wirst du gemeinsam erfolgreich, was dann letztendlich auch noch gemeinsam unheimlich viel Spaß macht. Weil mittlerweile gibt es eben viele von meinen Partnern, die sich so schöne Uhren oder solche schönen Urlaube leisten können, eben aufgrund dessen, weil ich ihnen diese Fähigkeiten vermittelt habe. Von daher habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht auch nochmal ganz gut, einfach mal hier raus in die freie Instagram-Welt, wollte ich gerade sagen, nein, in die freie YouTube-Welt, dieses Video hier zu posten. Und dir vielleicht damit auch mal ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, dass egal, was du jetzt heute gerade probierst und versuchst, probier es einfach weiter. Du wirst Fähigkeiten, du wirst Skills in dieser Zeit lernen, du wirst auch Erfahrungswerte sammeln, die dir immer wieder einen ganz, ganz gewaltigen Mehrwert in Zukunft bringen werden, die dich in Zukunft in die Lage versetzen werden, egal nach welchem Hoch du irgendwie ein Tief erfahren hast, dich auch wieder in dieses Hoch zurückzukämpfen. Und das wünsche ich dir. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, heute nochmal ganz kurz vom Frühstück, weil jetzt geht's rüber zum Frühstück, hier von den Malediven aus, gebe ich dir diese Message mit, erzähle dir nochmal diese Geschichte, wie ich die Rolex-Uhr nicht ganz verloren habe. Ich musste sie letztendlich verkaufen, aber vielleicht hat sie ja was gebracht, heute mal wieder zuzuhören. Ich würde mich freuen über einen Kommentar von dir, schreib ein bisschen was drunter, tret mit mir in den Austausch. Und wenn ich dir irgendwann mal diese Fähigkeiten beibringen soll, dann weißt du, gibt es dafür einen Kurs, den ich rausgebracht habe. Und dann begrüßen wir dich auch gerne dort persönlich. In dem Sinne, bis dann, ciao, ciao.